Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Majora's Mask. Das letzte Mal hatten wir hier geschockt, indem wir den ersten Tunnel beendet hatten. Ob wir noch was Großartiges anderes gemacht haben, das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Zumindest haben wir das hier getan. Ich habe gerade eine Fee rumgeistern sehen. Aber irgendwie ist sie nicht mehr da. Egal, vergessen wir das einfach wieder. Gut, es geht darum, dass ich mir jetzt ein bisschen was an Herzteilen holen möchte. Und ich habe mir auch schon ein paar angeschaut. Ich habe meine Notizen, die ich mal mir irgendwann mal gemacht hatte, zusammengekrapscht. Die liegen da gerade links neben mir, sind ein paar schöne Blättern, wo alle Herzteile aufgelistet werden, wie da oben zum Beispiel das. Aber das da oben werde ich mir mal anders da holen. Noch nicht jetzt. Wir werden vorher erstmal was anderes machen. Wir werden erstmal hier reingehen. Denn hier drin ist ein Minispiel. Ja, das ist wunderbar, oder? Zur Erinnerung, hier kann man noch ein Herzteil kriegen. Das machen wir beim nächsten Mal. Vorerst geht's hier hin. Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung spendet die Richter eine Freifahrt. Oh, aber warte, ja genau wie ich dachte. Es sieht aus, als wäre das entgiftet worden. Warum probierst du nicht was anderes aus? Ein Spielchen gefällig? Ich fliege auf meinem Besen herum und du versuchst das Ziel zu treffen. Na klar, also gut, wir kriegen ein Freispiel. Wenn wir 20 Punkte erzielen, bekommen wir ein Herzteil. Ich glaube, das ist auch schon das Einzige, was wir hier kriegen können. Wir können auch Geld gewinnen später, aber erstmal geht es darum, dass wir die alte Hexe treffen. So, was Hexe. Oh, oh. Nicht gut. Ich sollte nicht versuchen, die Hexe zu treffen. Vor allem, ich sollte meine Kontrolle ein bisschen üben. Was zur Hölle, oder? Ich habe getroffen. Ich habe getroffen, das bin ich ganz ehrlich. Das weiß ich einfach. Ah, verdammt, komm. Die Sache ist die, ich habe wirklich eine relativ schwache Zeitbegrenzung. Ich muss da wirklich gut zielen, was ich leider nicht kann. Aber ich muss zielen, das ist ein bisschen schwierig. Ah, komm, nicht so böse hier. Wow, ich treffe die Hexe noch. Wenn ich Hexe zu oft treffe, ja, dann dann könnte irgendwann der Kraken platzen und dann kriege ich Probleme hier. Dann würde es mich abschießen. Nee, dann endet das Ganze hier, meint natürlich. Ich muss aufpassen, deswegen. Ah, verdammt. Ey, jetzt bleibt doch mal stehen hier. Ist so gut getroffen, auch wenn ich es gesehen habe. Das ist nicht einfach. Besonders mit so einer Controller, wie ich einen habe hier. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich treffe die Hexe. Menschenskinder, gut getroffen. Na komm, noch eins. Jetzt treffe ich. Ah, nein, ich treffe die Hexe, verdammt. Ah, die Höhe war richtig. Verdammt nicht. Nein, 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 das ist nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, was ihre Toleranzbereich ist, aber ich soll sie nicht so oft treffen. Oh, ich glaube, die wird bald böse. Gut, 11. Das ist ein Anfang. Zwar nicht die 20, die ich haben möchte, aber es ist was. Gut, 12 habe ich. Ah, hoffentlich. Ich bin gut im Glück haben. Na komm, ich schaff das noch. Na komm, 16. 17. Na, ah, verdammt. Ah, das ist so eine dumme Sache. Menschenskinder, naja, das war ja schlampig. Eine 17 Treffer? Was? Du gibst mir drei Treffer mehr? Gibst du mir ein Herzteil? Also ehrlich, komm. Muss ich Geld zahlen dafür. Das erste ist mir kostenlos, das nächste kostet dann 10 Rubine. Insofern, es wäre besser gewesen, hätte ich es geschafft. Naja, das war's, okay. Nächster Versuch, nächstes Glück, hoffentlich schaffen wir es jetzt mehr. Das mit dem Bogenziehen ist immer so eine Sache, das... Muss ich sagen, das finde ich auf der Wii sogar besser, irgendwie so ein bisschen. Ich bin jetzt kein so Vertreter der Zelda-Wii-Spieler, aber ich muss sagen, auf der Wii ist das Ziel mit dem Bogen um einiges angenehmer. Weil du kannst dann mit der Wii-Mode zielen und musst nicht mit dem Controller darum machen. Das ist dasselbe, wenn du Portal zum Beispiel auf einer PS3 spielst. Die ist zwar ganz interessant, aber auf dem Computer halt, ist Portal um einiges interessanter, weil du halt eben mit der Maus lenken kannst, wenn du schießen willst. Das denke ich bei allen Shootern so. Deswegen bin ich eigentlich nicht so der Vertreter von Spiel, wo man zielen muss und man einen Bogen hat. Wo ist die Hexe überhaupt? Wo man so mit dem Controller lenken muss. Das finde ich nicht so toll, weil man eben, wie gesehen, gerade eben wirklich nicht so gut zielen kann. Vor allem, wie gesagt, ich habe so ein schlimmes Gamepad hier. Hoppala! Ich wollte dich nicht treffen. Ich glaube, wenn man dich zu oft nacheinander trifft, wird es auch böse. Ja. Ich will dich nicht treffen. Das ist ja mal fast eine Hexenquälerei, Hexenverbrennung. Hoppalalala. Wunderbar geschafft. Na, komm. 15? Das klappt. Wenn ich jetzt keinen Scheiß baue, klappt das auch.
Das Schlimme ist, ich kann sie immer noch umbringen. Also, einfach ärgern, indem ich sie zu oft treffe. Aber ich habe die ja gerade eben so oft getroffen, das scheint mir relativ, naja, tolerant zu sein. Die kann viel Pfeile einstecken. Das ist eine starke alte Frau, die hat viel Kraft in sich. Hat viel von Omas Suppe getrunken. Also aus Windwaker. So, egal, unwichtig für mich. 19, komm. Gut, 20, haben wir es geschafft. Ich soll es riskieren, aber wir machen noch ein paar drauf. Ich treffe ja überhaupt nichts mehr. Ja, machen wir noch ein paar drauf, komm. Wir können ja. Ja, und wenn wir überhaupt nichts trifft, auch gut, okay. Aber wir haben 23, das ist schon mal halbwegs gut. Wir kriegen unser Herzteil dafür. Nee, nicht übel, wenn man bedenkt. Nun gut, hier versprochen, hier nimmt dies, okay. Und wir haben ein Herzteil erhalten. Yay, und das ist das zweite. Bald haben wir den Herzcontainer. Damit hätten wir mindestens eins geholt. Gut, das wäre von der Liste, hat erst mit Blühen gedauert. Es dauert zu lang einfach. Na, das muss man einfach in Kauf nehmen. Majora's Mask, generell Zelda, das ist ein Spiel, die Zeit in Angriff nehmen, besonders wenn man Herzteile holen möchte. Und ich glaube, ich mache mich hier kurz zum Deko, weil das wo einiges schneller geht. Das Schlimme an dieser Sache ist momentan, ich habe leider die Eule inmitten der Stadt vergessen. Ihr wisst schon, diese liebe Eule da, die man halt eben da halt Anschlag aus dem Schwert. Deswegen kann ich mich nicht in die Stadt warben. Das muss ich bei der Gelegenheit nachholen. Bis dahin werden wir mal kurz hier hingehen. Da hinten ist eine Schießbude. Da kann ich erstens einen größeren Köcher gewinnen und zweitens ein Herzteil. Das, der Köcher ist eine Sache, das Herzteil ist schon wieder etwas schwieriger, würde ich sagen. Aber das soll alles kein Ding darstellen. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Ich hoffe es. Es ist schwer. Das kann man nicht verleugnen, aber man kann es schaffen. So. Hallöchen, mein Junge. Hey, Kleine, alles klar, willst du mal spielen? Okay, los geht's. Ich habe keine Ahnung, wie viel es kostet, aber egal, machen. Regeln sind einfach. Siehst du das Ziel dort? Dann musst du drauf schießen, aber ordentlich treffen, mehr nicht. Wenn du nicht richtig mit Knüppel zielst, triffst du überhaupt nichts. Nicht. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden, Kleine? Das ist zumindest kein Felsisch. Keine Ahnung, was das für ein Akzent ist, aber es ist kein Felsisch. Messer nicht. Nix. Egal. So, was soll ich denn abschießen? Also, ich habe mal hier in Speedrun gesehen, der ging um einige schneller. Es ging generell darum, schieß einfach wild drauf los. Vor allem Vögel geben auch Punkte. Yeah, geht doch. Mit Wölfe kommen. Die Wölfe geben auch noch relativ Punkte. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich von den Dingen treffen muss, aber ich muss einiges treffen. Verdammt, den einen habe ich verfehlt. Das sind Vögel. Ich treffe auch keine Vögel, sehr gut. Wie ein Berserker einfach mal ein bisschen rumschießen. Und da oben, du bist mir auch ganz sympathisch, weil du einfach da rumstehst. Ich treffe ihn aber auch nicht. Wie gesagt, das ist mit dem Controller sehr schlecht zu zielen, aber man muss irgendwie. So, das habe ich nicht. Gut, Wölfe. Gut, den habe ich ja auch. Ah, verdammt, die sind alle noch da. Was jetzt? Vögel wieder, okay, Vögelchen. Naja, wobei Vögel, das sind Raben. Okay, treffe ich mal hier wieder die hier unten, weil ich die Vögel eh nicht treffe. Ja, ich habe ein gutes Gewissen bei der ganzen Geschichte. Ich treffe keine Vögel, ich weiß sowas. Hm, noch ein Vogelchen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte ich erzielen muss. Ah, nicht so schnell. Siehst du, das müsst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Willst du nochmal? Eventuell 20 Rubine. Das brauche ich nicht mehr Punkte überhaupt. Warte mal, lass mich das gucken. Wenn, ja, okay, vielleicht halt na, wieder dieses Rennen. Ich lese kurz hier mal meine lieben Dingeskirchen. Hier muss er für das Herz sein als das 2180 Punkte. Ich habe gerade mal 1520. Was soll denn das? Oh Gott. Das machen wir später, okay. Das machen wir später. Ich habe gerade was gelesen. Das muss ich am zweiten Tag machen und ich brauche den größten Köcher. Und da muss ich im 2180 Punkte gewinnen. Also, das ist nicht einfach. Das
ist nicht einfach. Wir werden sehen, ob ich das noch hinbekomme. Wir lassen das vorerst mal kurz außen vor. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen auf Maskenjagd. Das sollte mir einiges einfacher sein, weil Masken kein Schießen erfordern. Dieses Bogenzielen ist, wie gesagt, im Emulator nicht sehr einfach, weil man hier mit einem Controller spielt, der eventuell nicht so gut ist. Und gerade dieser Controller, den ich hier habe, der ist einfach nur eine Zumutung. Das ist richtig. Ich muss mir einen neuen kaufen. Ich denke, ich schaue mich mal um. Vielleicht hole ich mir so einen Xbox-Controller da, oder für den PC halt. Die könnten eventuell ganz praktisch sein. Ich werde mal anschauen, ob die gut sind. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir hier alles Schönes? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was waren da oben eigentlich in dem, in der Truhe da drin? War da was Sinnvolles drin oder ist da immer noch Schwachsinn drin? Also, es ist ja... Ach, da komme ich gar nicht ran, so. Brauche ich eine Erbse oder so. Ihr wisst schon, jetzt komme ich eine Erbsen da. Kriege ich so jetzt noch nicht. Ein paar Sachen, die ich hier gerne üben würde, sind eigentlich mit dem Goronit und Bomben. Was? Das kann ich aber gerade nicht machen, weil ich keine Bomben habe und auch keine Goron. Das kann ich mit anders aber testen. Das Kleine, was ich mir mal kurz anmerken möchte, ist, ich würde gerne auf die NTSC-Version dieses Spiels umwechseln. Die läuft etwas schneller als die PAL-Version. Ich spiele gerade PAL. NTSC ist ein bisschen flotter und die ruckelt auch an manchen Stellen nicht so sehr, weil die eben darauf ausgelegt ist, so schnell zu laufen. Ich will da wechseln. Der einzige Nachteil daran ist halt einfach, das Spiel würde dann nicht mehr flüssig laufen. Also das endet dann darin, dass das Spiel wäre nicht mehr Englisch, meine ich. Was rede ich denn da gerade? Das Spiel wäre... ich rede noch mehr Mist. Das Spiel wäre nicht mehr Deutsch, so viel. Also, dann wäre das Spiel auf Englisch. Das würde ich aber trotzdem ganz gerne machen, weil ich eben auf, auf diesem NTSC-Zeug einfach schneller sein kann. Ich meine, wenn ich hier laufe, das dauert wirklich lang, bis ich mal fertig bin. Das heißt, wenn ich den Tag mal gewechselt habe, diese 3-Tages-Umkehrungsdingskirchen, dann kann man ja speichern, dann werde ich auf NTSC umwechseln. Das halte ich um einiges interessanter. Aber wenn ich jetzt auf NTSC umwechsle, dann geschehen böse Dinge. Und das wollen wir nicht, dass es geschieht. Oder wollt ihr doch, dass es passiert? Na egal, ist ja nicht so wichtig. Wir holen uns ein Herzteil. Ob wir das schon haben, weiß ich gerade gar nicht. Aber wir holen uns das... Haben wir das schon? Ich weiß gerade gar nicht. Egal, wir machen es mal gerade hier. Hallöchen. Wer auch in Korn im Schwertkampf erschärft, ist ein Stand, der fährt die gleiche Wandlung. Lalala, pralala, egal, was soll's. Legen wir los. Also wir versuchen, aber klar, fortgeschrittener Kurs, ich bin doch kein Anfänger mehr. Schaut das Profi-Zeugs drauf. Muss man im Gegensatz nebenbei noch perfekt machen. Ist aber nicht sonderlich schwer, ich meine, es ist nicht sonderlich schwer. Das perfekt zu machen ist nicht schwer. Ich meine, ich anvisiere an, drücke A und das war's auch schon. Viel schwerer wird das nicht. Und vor allem habe ich ewig Zeit. Ich visiere an und das war's auch schon wieder. 30 Punkte wird schwer, nicht? Muss ich 30 Stämme halt töten. Also umhauen. Die Sache ist, es gibt Punkte für dieses Umschlagen. Wenn ich es so quer durchschneide, wie ich das gerade die ganze Zeit mache, kriegt man 3 Punkte pro Ding. Mache ich es anders, dann kriege ich vielleicht nur 1 oder 2 oder sowas. Das war es auch schon wieder. War jetzt schwer. Beeindruckend. Ich muss dir etwas geben. Hier. Das Herzteil hatte ich noch nicht. Gut, dann haben wir ein weiteres Herzteil bekommen. Sehr gut. Ich könnte mir das eigentlich mal in meiner Liste hier anstreichen, was ich habe, was nicht. Aber hey, lassen wir das mal. Ich kann mich da hoffentlich dran erinnern später. So, mal gucken. Wir haben West- und Ruhestadt. Allerdings ist neben einer Lotterie. Da könnte man auch reingehen. Aber die will ich nicht machen, weil es eine Rubine gibt. Da kriege ich nichts. Das ist halt schlecht. Was haben wir hier drin? Hier drin haben wir einen Kerl. Laden hauptsächlich. Ah, das ist der Bombenladen. Sehr gut. Ich würde ganz gerne mal mit dir reden. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, Bombentasche könnte ich gut gebrauchen. Wie kosten die? Ja, 50 Rubine nehme ich gerne mit. Weil ich gerne was testen würde. Danke, ja, herzlichen Dank. Nee, brauche ich noch nicht so. Die Krabbelminen kann ich mir später holen. Erstmal machen wir nur das hier. Das reicht mir. Erstmal meine Bomben freigeschaltet. Das ist schon mal eine gute Geschichte hier. Das kann man auch so machen. Wir könnten mal den Laden unten schauen. Das machen wir noch nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Dann die Bank. Genau, ich will mal schauen, wie viel Rubine ich schon eingezahlt habe. Die Sache ist die, mit 200 Rubinen wurde mir am letzten wieder unter einem Part erwähnt, bekommt man ja die 200 Rubinen Tasche da. Und das habe ich noch nicht. Das hätte ich aber ganz gerne. Insofern machen wir das mal gerade hier. So, okay. Eingezahlt und fertig.
Der Postbote, von dem kriege ich auch irgendwann mal die Maske. Wie ich die kriege, habe ich aber leider vergessen. Insofern lassen wir es mal kurz hier. Hier sind wir wieder in Südenruhstadt. Die Eule haben wir bereits angeschlagen, soweit ich mich nicht daran erinnern kann. Das ist gut. Ja, das ist es. Insofern schauen wir jetzt mal noch ein bisschen weiter um. Hier links ist eine, hier links halt, ist eine, ich nenne es mal, ein Minispiel. Da muss man halt ein Minispiel spielen. Das kann man mit mehreren Charakteren spielen, ändert sich jeweils auch dann. Man muss mit dem Goron gewinnen, dann kriegt man ein Herzteil. Aber ich habe leider den Goron noch nicht, insofern muss ich das vorerst vergessen. Hier in diesem Ding, was ich jeden Tag ein Minispiel gewinnen kann, ich jetzt nicht machen, dann bekomme ich ein Herzteil. Hier drin muss ich einfach nur ein bisschen Bogen schießen. Aber wann? Warte, lass mich kurz gucken, noch ein Zettelchen. Auf dem Postamt, da, la, la, Residenz auf der Bank, ja, auf der Bank. Es ist ja eine Bank, klar. Nordenruhstadt, ach Gott. Da haben wir es doch schon. Wenn ich hier in dieser Schießbude ein Perfekt bekomme, bekomme ich einen großen Köcher. Warte mal, ich bin hier ganz falsch irgendwie gerade. Wenn ich in der Schießbude gewinne, bekomme ich einen großen Köcher. Was zur Hölle? Ich bin irgendwie falsch. Muss ich denn da hinten rein? Anscheinend. Wenn ich hier zumindest dann... Warte, ich kann aber auf das Schild gucken. Bekomme ich einen großen Köcher. Wenn ich nochmal dann mache, in der Schießbude gut, bekomme ich ein Herzteil dafür. Ist eh gut, weil ich einen großen Fallköcher gut gebrauchen kann. So, da haben wir es doch. Hallöchen, mein Junge. Rädern. Warum wagst du nicht den Versuch? Oh, ich habe kein Geld. Ja, kein Geld. Entschuldigung. Sorry für die Belästigung. Ich würde sagen, noch holen wir uns ein bisschen Geld, oder? Ich weiß ja, wo es Geld geht. Ich habe halt kein gutes Schwert, aber ich kann trotzdem was holen. Habe ich Deko-Stäbe? Das wird es ganz einfacher machen. Ich habe Deko-Stäbe, das ist gut. Ich habe auch Bomben. Das ist auch gut. Okay, da wollen wir mal ein bisschen Geld holen gehen. Was kann ich denn eigentlich alles machen? Ich habe hier einmal das, ich habe das. Ich kann mir, glaube ich, noch eine Maske holen. Das schaue ich mir kurz an, ob ich das machen kann. Hier müsste ich eine Maske eventuell bekommen können. Rein theoretisch. Hier drin, wenn ich jetzt nach rechts hier reingehe, zu dieser lieben Frau, dann krieg ich eventuell eine Maske. Mal reden mal kurz mit der. Hier geht's halt um den KV, ihren Sohn. Und ich krieg, ja, eine Maske. Damit kann ich halt KV fragen, der halt vermisst wird. Das ist, ja, da, auf diese Nebengeschichte kommen wir später zu reden. Insofern, ich habe zumindest eine Maske mehr. Das ist schon mal eine Sache. Ich habe den Kerl ins Buch eingetragen. Mein liebes kleines Büchelchen, das ich nicht lesen kann, weil das Grafikplugin das nicht zulässt. Schade ist es eigentlich. Das ist eigentlich relativ interessant. Wenn man ein bisschen was an den Einstellungen des Grafikplugins hier ändert, dann kann man die Grafiken nicht mehr gescheit sehen. Also bei Zwischensequenzen zum Beispiel. Das ist keine so schöne Sache, aber es geht halt. So, hier sind ein paar Sachen, die ich gerne mal testen würde. Ich würde ganz gerne mal gucken, ob das auch geht hier. Ah, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Die Sache ist, ich habe halt, wie gesagt, den letzten Mal ein paar Mario Bros. Mask Speedruns gesehen. Und da gibt es so einen lieben Glitch, der nennt sich, ich nenne es mal Bomb Jump. Ja, das kann man so nennen, denke ich. Du kannst zumindest mit Bomben so einen weiten Sprung ausführen, der dich wirklich weit bringt. Aber keiner mehr funktioniert. Ich guck mir das mal nach den paar Jahren und schau mir an, wie das funktioniert. Zumindest kannst du da recht richtig viel cheaten. Also zumindest kannst du dir einiges einfacher machen. Das würde ich ganz gerne anwenden. Einfach mal, um es zu können. Ich fände das lustig, das zu können. So, wo wollen wir hin? Da links haben wir einmal lustiges Zeug. Was haben wir hier eigentlich? Ja, das ist das da. Die Frage ist, es gibt da was zu tun, aber kann ich das schon machen? Ich glaube, nee, da brauche ich Pfeile für. Oder? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche, nee, den Enderhaken brauche ich, glaube ich, aber das, nee, brauche ich auch nicht. Nee, ich gehe da mal gleich hin und guck mir das an, aber, oh, das kann man sogar eh in den nächsten Part machen. Ich mache gerade Überlänge schon wieder. Mensch, Kinder, so Überlänge, das geht aber gar nicht hier. Ja, theoretisch geht's schon, aber es ist, die Zeit verläuft einfach so schnell bei diesem Spiel, wenn man halt die PAL-Version hat. Das Problem ist, wie schon erwähnt, du spielst wirklich lange, aber reicht halt nicht, weil das so langsam läuft hier. Das ist wie bei so Mario 64, wenn du die PAL-Version nimmst. Bist vielleicht gut, aber es dauert so lang mal irgendwas zu schaffen. Hier, so, bring mal dich um. Hat nicht so funktioniert. Ah, doch funktioniert. Ja, so.
Wolltest du was? Wolltest du was? Wolltest du was? Oh, er ist tot. Ja, hier, nimm noch eine Bombe. Nimm noch eine Bombe und explodiert nochmal. Ja, das war irgendwie tot. Ja, so einfach geht das Kinderchen. So riecht man Leute. Aber das war mal gerade normal. Da ist so ein kleines Löchelchen. Da können wir rein, da gibt es noch ein Herzteil für mich. In diesem Loch gibt es Herzteile. Das ist immer gut. Löcher sind generell in diesem Spiel gut. Das glaubt man kaum. So, und auch du bist tot. Also noch nicht, aber du bist bald tot. Wenn ich treffen würde. Ja, ich treffe auch. Na, ich darf die Bombe nicht so schnell werfen. Das bringt nichts. Das war jetzt gerade dumm. Immerhin, ich habe 5 Herzen, ich kann es mir erlauben. So, hier für dich. Bisschen Schaden. Keine Bomben. Ich will keine Bomben werfen, das wollte ich wirklich nicht. Ich wollte beim Deko-Stäbchen angreifen. Gut so. Die Sache ist, die Deko-Stäbe sind unheimlich stark, das glaubt man kaum. Ich habe gerade nebenbei den falschen Knopf gedrückt, ich wollte R drücken. Wobei ich gerade nicht weiß, ob die Deko-Stäbe wirklich so viel Nutzen hier gerade haben. Aber mein kleines Schwert braucht zumindest genauso lang oder wenn nicht länger. Ah, man sieht, die Deko-Stäbe haben schon ein bisschen mehr Kraft. Ich glaube, die mein kleines Schwertchen bräuchte ein bisschen länger für den Kerl hier. Die Rubine bringt mir nebenbei gerade gar nichts. Wenn man das hier macht, kriegt man ein Herzteil. Deswegen habe ich das auch gerade gemacht. Und wenn man das schon das Herzteil schon hat, kriegt man hier 50 Rubine. Eine relativ gute Möglichkeit, um sich ein bisschen Geld zu farmen. Insofern sollte man das eventuell ein paar Mal tun. Wir haben ein Herzteil. Badebäm. Und ein weiteres Herz. Das ist wundervoll. Wundervoll. Ist fantastisch. Fabulous und so. Magnifique, wie man in Frankreich sagen würde. Geh weg mit der Scheißsprache. Was haben wir noch so alles Schönes hier? Wir könnten uns mit einem Bombenkiste sogar schon ins Wasser bringen. Das machen wir aber nicht, weil wir das nicht tun wollen. Und wir können... Ja, ich kann nebenbei nicht, weil ich keine Ahnung, wie er funktioniert. Ich gucke mir das wirklich mal an für den nächsten Part. Ich will, dass wir den Bomben hinkriegen können. Dann, was haben wir noch? Wir haben wenig eigentlich. Na egal. Wir haben gleich Gegner hier. Ich glaube, ich sollte nicht rumlaufen. Nein, sollte ich auch nicht. So, runter von der Ebene. Was haben wir noch so Schönes hier? Wir haben nichts mehr eigentlich. Na, das Einzige, was ich jetzt noch machen will, also momentan hier, wäre, dass ich, wo war das gewesen? Ich muss kurz nachdenken. Ich will mal das nachschauen gehen, ob ich was Bestimmtes jetzt schon machen kann. Das sollte aufgrund meiner Energieleiste, mit meiner KP, ein bisschen schwierig werden, aber das sollte hinhauen. Und ich meine, no risk, no fun. Wenn es zu einfach ist, ist es eh langweilig. Insofern mache ich immer gerade was schwer. Ich bin gespannt, ob das funktionieren kann. Und dann sehen wir ja weiter. Ich muss nämlich jetzt da hinten hin. Das dauert nebenbei wirklich so lange zum Laufen. Und dann halt was Bestimmtes tun. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich bin eh gespannt, was eigentlich geht. Brauche ich nicht Epona dafür? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich brauche Epona dafür. Ja doch, ich brauche Epona dafür. Das geht so gar nicht. Stimmt, mir kommt gerade die Erinnerung. Ich brauche Epona für das, was ich gerade machen möchte. Insofern, ach super, ich bin umsonst eingelaufen. Yay, freuen wir uns drüber. Und das liebe Vieh verfolgt mich. Was soll's. Ich glaube, er macht mein Herz weg. Ich krieg's wieder. Okay, kein Ding. Ich würde gerade sagen, wir beenden den Party für heute. Was ich machen will, kann ich eh nicht machen. Insofern, ach egal, was soll's. Viel Gerede, keine Bedeutung. Ach, wieder Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder ein paar Nebenquests machen, mit dem normalen Spiel geht's später wieder weiter. Bis dahin.